Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Pray for the Gods. In der letzten Folge haben wir ja so eine Art Wildschwein gelegt. Was meiner Meinung nach ein cooler Kampf war, gerade in dieser Halle. Ja, nach jedem Kampf scheinen wir wieder hier in dieser Tentanlage zu starten. Und was interessant ist, Schlafen und Essen sind danach immer wieder voll aufgefüllt. Ich meine, gerade Essen ist meiner Meinung nach nicht allzu viel vorhanden. Da sollte man schon immer so ein bisschen schauen. So. Ja, jetzt sind ja ziemlich viele Höhleneingänge, ne? Na, erstmal wieder nach unten. Zum mehr oder weniger eigentlichen Startpunkt. Kann man schon ganz gut weit fliegen. Es wäre natürlich mal interessant zu wissen, ob man hier jedes Mal beten sollte. Ach Mist. Ja, da hatte ich jetzt wieder F gedrückt anstelle Leertaste. Naja, lieber einmal zu viel als einmal zu wenig gebetet. So, wie schaut's jetzt auf der... Jetzt sind wir hier, okay. Ja, die Höheneingänge werden dann hier hochführen. Das könnte bedeuten, dass wir den Boss dort schon gelegt haben. Ja, dann gilt es hier noch ein bisschen was zu erkunden, ne? Ja, dann laufe ich mal dahin. Ein Wildschwein, das hat Essen. Also es hat natürlich kein Essen, aber mit dem Fleisch. Vor allem das Fell ist wichtig, weil mit dem Fell, das brauchen wir auch, um unsere Ausrüstung zu verbessern. Ah, jetzt wollte ich ja nochmal schauen, ob diese Höhlen auf diese andere Insel hier hochführen. Nein. Aber man spart sich ein wenig Weg. Man geht hier rein und kommt hier raus. Okay, jetzt soll es dann in diese Richtung weitergehen. So, da habe ich noch was liegen gelassen. Als wir das letzte Mal hier waren. Ach, das war das Kaninchen. Na, immerhin. Das macht uns satt und bringt ein wenig Heilung. Da drüben steht schon wieder so ein Totem. Wie bei dem letzten Gegner auch. Soll das schon wieder der nächste Gegner sein? Der nächste Boss? Hm, kann ja sein, ne? Okay,
Kisten sind immer gut. Okay. Noch ist es ja ganz. Wie soll man da gegen den kämpfen? Na super. Nein, das ist jetzt nicht unfair oder so. Ja, geh doch halt den Schritt noch nach vorne. Okay, mit einem Pfeil war das Vieh erledigt. Wobei natürlich aus der Luft angegriffen werden und gleichzeitig noch von den Typen. Das ist natürlich schon so ein bisschen ungünstig. Ja, Pfeile haben auch echt einen Haufen. Perfekt. Na, ja, hier müsste man also ein Kartenstück finden. Gab es jetzt so aber auch nichts? Lass mal da hochschauen. Vielleicht gibt es was Verstecktes. Ja, so oben sieht verdächtig aus. Ah, wenn hier so ein Holzweg ist, dann geben wir den auch. Und da ist das Kartenstück. Ja, das ist kein Kartenstück. So, jetzt wird rechts bei unserer Tasche wieder das Plus angezeigt. Das heißt, wir können was verbessern. Na, das mit dem Fliegen würde ich mal noch nicht sagen. Mehr Abwehr und Widerstandskraft. Das ist auf jeden Fall von Vorteil. Ja, also man sieht, so eine kleine Umwege lohnt sich auf jeden Fall. Ich hätte halt nur für hier ganz gern die Karte. Nee, das sieht nach nichts aus. So, Holz, können wir das noch aufnehmen? Ja. Ein Hirsch. Ah, Hirsch. Ein bayerisches Tier mit Geweih, das mit A anfängt. Ah, Hirsch. Oh, hier oben wird es wohl kälter. Pfeile und Bogen. Also von diesen Hirschen sollten wir auf jeden Fall
und das Fleisch holen. Super. Ach, wie schlecht. Ja, ohne Worte. Denn es gibt ja nicht nur Fleisch. Ein Geweih. Sondern noch Sachen zum Verbessern. Okay, die Hasen lohnen sich jetzt nicht wirklich. So, hier war noch ein Hirsch, da oben ist er. Ja, versuche ich den mal noch mit dem Bogen hier. Oh, da gibt es erstmal was anderes zu sehen. Das gibt aber ordentlich Essen. Okay. So, wo war der Hirsch? Okay, das ist dann vielleicht doch zu weit weg. Ach. Das ist ein Bergziege oder ein Hirsch? Ohne Worte, genau. Das war ein Treffer. Ach so, ja, okay. Mehr können wir nicht tragen. Tja, stellst du die Frage, ob es hier oben noch was gibt oder nicht? Der läuft mit unserem Pfeil davon.
Erwischt. Nein, nicht darunter fallen, nicht darunter fallen, nein. Ach, hey. Komm ich da nochmal hoch? Ich meine, runter ist ja immer leicht. So, hier gibt es da nochmal Holz, was wir nicht brauchen, weil wir es nicht tragen können. Wir brauchen schon mal alles. Okay, da ist mal wieder eine Höhle. Und da geht's noch weiter. Ja oder nein? Vermutlich nein, so wie es aussieht. Obwohl. Ach nee. Also kann man seine Pfeile auch verschwinden, ne? Erwischt. Was ist das eigentlich für ein komisches Pulver? Ach, das ist auch zum Verbessern, früher oder später, okay. Brot, nein, sei sehr gut. Passt leider nicht viel ins Inventar. Ja, wenn man sich den Weg hier hinter macht, in so eine Ecke, sollte es da vielleicht auch was Besonderes geben. Okay, es gab einen Geist. Ich dachte, da wäre eine Bewohnung. Ja, immer dieses ganze Forderungsdenken. Alle wollen immer nur haben. Da bin ich keine Ausnahme. Ja, Holz haben wir eigentlich. Zwei Stücke. Vier Stücke. Okay, dann schaue ich mal in die Höhle rein. Die ist ziemlich mickrig, da wird kein allzu großer Gegner drin sein. Also wahrscheinlich gar kein Gegner. Oh oh. Was zum Teufel ist das? Karte, sehr schön. Okay, ich habe leider keine Erklärung, was das jetzt bedeutet. So, manchmal findet man ja hier eine Maske. Dieses Mal nicht. Naja, Wärme brauchen wir nicht unbedingt, aber Schlaf. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich gehe da mal rein. Ah ja. Gut, das. Ich vermute mal. Ja, okay. Da führt es uns also hin.
Ist nichts versteckt? Da hoch, da. Ah ja, yeah, okay. Wer baut denn solche riesen Schalter? Da war ja eine Tür, geht die auf? Wofür ist dieser Schalter? Okay, wofür der Schalter ist, finden wir in der nächsten Folge raus. Ich werde es euch oben rechts verlinken. Damit höre ich mit dem Video auf. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Viel Spaß beim nächsten Video. Ciao.